Willkommen Leute zurück zu Let's Play Rayman Legends Definitive Edition und wir sind in Folge Nummer 19. Licht im Dunkel ist das Level, mit dem wir uns jetzt beschäftigen werden. So, mal sehen, wie lange wir hier dranhängen. Denn am letzten Level, nicht am letzten, an diesem Unterwasserpalast sind wir auch schon 15 Minuten oder so stecken geblieben. Und das sind dann drei Totenköpfe. Jetzt bin ich gespannt. Das sind halt nämlich vier. Okay, hier sollte ich mich besser beeilen. Geht das irgendwie? War das echt die richtige Richtung? Ja, jetzt bleibt sie auch noch da hängen. Okay, ich hole mir jetzt die da noch. Oh, das war knapp. Und jetzt wird es auch mal wieder Zeit, dass uns, wie ich ihn nenne, unser kleiner Frosch hilft. So macht er das, okay? Also bisher läuft es eigentlich ganz gut. Ich schau jetzt nur, war das... Boah! Danke, du bist eine große Hilfe. Nein, nein! Ich will zurück. Sequenz neu starten. Ich hoffe, ich komme jetzt da. Nein! Weil da war ohne Zweifel ein Kleinling. Ohne Zweifel. Jetzt kann ich auch nochmal darüber schauen. Naja, wir haben nur das verpasst. Ich laufe jetzt da schnell durch. Okay. Schon sind wir direkt wieder hier. Wir das. Jetzt sind wir wieder an der Stelle. Gut. Alter, da hat man echt vorhin den Käfig gesehen eines Kleinlings. Jetzt wissen wir eher, was wir hier machen müssen. Der hackt hier rein. Man sieht ihn dort links oben. Einfach einmal rundherum und dann haben wir ihn. Ja, das ging mir jetzt zu schnell, du. Du bist echt keine große Hilfe. Du komischer grüner Frosch. Ja, und jetzt warst du zu langsam. Du wirst dich doch mal für ein Tempo entscheiden können, oder? Warum kannst du das nicht gleichmäßig machen? Du hast irgendwie... Hast du Zuckungen oder was? Du komischer Frosch. Okay, was zum Teufel war das jetzt? Ja, super gemacht. Ich weiß gar nicht mal, wie der Charakter heißt, den wir hier eigentlich benutzen. Ja. Ich spiel so schlecht gerade. Ist halt echt so. So, bevor du uns jetzt auch noch irgendwas antust, töten wir dich auch noch gleich mit. Ist hier unten was? Nee, hier unten ist nur der Tod. Okay, hier oben geht's weiter, aber Kleinling scheint jetzt hier nicht zu sein, nur das, oder? Ja, warum nicht einfach so? Toll. So intelligent mache ich das bisher nicht.
Nein, ich will da noch nicht rein. Ich habe eigentlich gedacht, der andere ist der offizielle Weg. Ich dachte, erst da geht's hoch, normalerweise. Dann habe ich mich aber getäuscht. Denn hier geht's ja offiziell weiter. Gut, dann gehen wir gleich mal hier rein. So, jetzt bin ich gespannt, was jetzt passiert. Ja, das ging mir zu schnell. Echt, der ist... Ich könnte diesem Frosch angeben. Der ist echt überhaupt keine große Hilfe. Schaut ihn euch an. Meine Güte. Ja, genau. Geht doch. Du machst uns echt ein bisschen Probleme hier, du Frosch. Ich meine, ich bin jetzt im vorletzten offiziellen gemeldet und weiß immer noch nicht, wie der heißt. Ist halt echt das Problem. Ja, das kann ich viel cleverer machen. So zum Beispiel. Boah, okay. Hat sich halt einfach überhaupt nicht gelohnt, dort darüber zu gehen. Da war einfach gar nichts. So, wir haben jetzt... Das Problem ist, wir haben überhaupt keinen von diesen Geheimräumen entdeckt. Geht's vielleicht... Ja, hier geht's rein. Das heißt, wir finden wenigstens einen von denen. Oh nee, nicht wieder sowas. Ja, stirb halt gleich. Meine Güte. Ja. Was machst du denn, ha? Huh? Also der war echt kein Problem, aber das ist zu 100% der zweite. Von den mittleren. Ja. Na, wärst du mal so. Würdest du dann nicht irgendwie das dahin, ja? Vorhin hat es einfach nicht funktioniert. Naja, aber es ist so fast besser, wenn man es selber kontrollieren kann. Lauf doch! Meine Güte. Okay, man sieht, hier ist wieder was. Vielleicht ist hier oben dann auch noch was. Sieht zumindest ein bisschen verdächtig hier aus. Nee, da ist aber nichts. Weil es sieht hier schon... Nee, hier ist noch nicht das Ziel. Ich dachte, hier ist schon das Ende. Umso besser. Das heißt, uns fehlt jetzt noch ein Kleinling. Da geht er schon wieder so unregelmäßig. Das macht echt ein bisschen Probleme uns hier. So, jetzt schnell hier rein. Ich hoffe, dass jetzt hier nicht der Kleinling war. Haha, tschüss. Oh, das war eng. Das hätte ich auch anders lösen können hier.
Oh, Volltreffer. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Ja, wie soll ich den dieses Ding killen, bitteschön? Okay. So, hier unten ist meiner Meinung nach was. Ja, hier ist es. Gut versteckt. Direkt unterm Ausgang. Naja, das lässt sich sehen, denke ich. Wir haben erstens nicht so lange gebraucht als das letzte Mal für dieses Level und wir haben bis auf einen wenigstens alle gefunden. Okay. Wie ein Känguru, Leute. Schau mal. Das heißt, wir haben nicht mal genug Kleinlinge, um jetzt dort reinzukommen. Naja, aber wir haben ja heimgesuchte Level und... Das heißt, wir werden jetzt in eine ältere Welt zurückgehen und ein heimgesuchtes Level noch erledigen, da wir das ja schon auch nicht länger nicht mehr gemacht haben. Ich nehme mal an, hier gab es eins, weil hier schon wieder ein Ausrufezeichen ist. Ja. Okay. Das Schloss in den Wolken. Aber Moment, war das nicht ein anderes? Ich habe irgendwie eine Erinnerung, dass wir das schon mal gemacht haben. Na, wir schauen einfach nochmal. Und das hier ist jetzt ja leider auch einer der wenigen Parts dieser Woche. Wie gesagt, Odyssey hat den Vorhang und wie es aussieht, haben wir das hier nicht schon wieder da reinspringen, meine Güte. Ich möchte nicht dort rein, okay? Ja, eine Minute mal verschwendet, alles klar. Super Blue One-Up. Bin stolz auf dich. Good job. Ist halt echt so. Ich wollte in das hier. Im Haus der Höhe, glaube ich, heißt das Ding. Ja, ich war mir jetzt nicht sicher, hieß es Höhe oder Höhle, aber... Ich kann mich erinnern, dass diese Welt so viele Luftlevel hatte. Ich nenne sie jetzt einfach mal so. Okay, Wie immer muss man das halt erstmal herausfinden. Okay. Naja, hier muss ich auf die drauf springen, ohne Zweifel. Ah, okay. Und das war zu hoch. Ja, ich muss ja halt nochmal die Stampfattacke machen. Okay. Machen wir es mal so. Aber dafür müssen wir das Ding auch erstmal treffen. Und schon wieder daneben. Naja, der Start war jetzt eh nicht so optimal. Wir dürfen die da vorne nicht berühren. Ja, genau. Was machst du denn jetzt, hä? Würde mich echt mal interessieren, was das jetzt war. Boah, gerade noch.
Und die habe ich übersehen. Ich dachte, die war irgendwie im Vordergrund. Aber da habe ich mich echt getäuscht. Und schon wieder. Ich bin so doof. Wie es einfach noch gezählt hat. Mann, warum vergesse ich das andauernd? So, dieses Mal habe ich es nicht vergessen. Oh, komm. Wie blöd bin ich. Hier muss ich von dem einen zum nächsten springen einfach. Ja, weil sonst komme ich ja eh nicht rüber. Oh Gott. Gott. Okay, nochmal. Ich hoffe natürlich, dass wir es schaffen in dem Part. Wenn nicht, dann haben wir halt ein Problem. So wäre es am leichtesten gegangen. Aber die muss ich halt erstmal besiegen. Das war jetzt echt nicht so optimal hier. Deswegen, da kann ich mir den Tod auch erlauben. Okay, jetzt wird's chaotisch, kann man sagen. Ja, woher soll ich das bitte schön sehen, hä? Das war jetzt unfair einfach. Ja, da war ich jetzt selber zu dumm. Die Lösung ist einfach so wenig wie möglich zu gleiten hier. In den meisten Fällen macht es sich halt einfach bedeutend langsamer. Ja, die hätte ich wegkicken müssen. Ich dachte, es geht auch so. Mein Fehler jetzt dieses Mal. Ausnahmsweise mal, kann man sagen. Das war auch mein Fehler. Ja, das war... Aus welchem Grund auch immer habe ich sie dieses Mal nicht fassen können. Die... Ich nenne sie mal... Komische blaue Blume da. Okay, das hat es eigentlich eher Zeit gekostet hier. Was mache ich denn jetzt, bitteschön? Das war jetzt einfach nur Dummheit. Alles klar. Es wird ja immer schlimmer, was ich hier mache. Ich hätte vielleicht doch nicht die heimgesuchten Level jetzt machen sollen. Hä? Alles klar. Ich
Ich denke, wir können jetzt noch zwei oder drei Anläufe machen. Wir sind halt nicht mehr drin jetzt. Boah. Dass das so gerade noch gut gegangen ist hier. Hä? Ich habe auf den getreten und das hat nicht gezählt. Alles ob. Alles klar. Ich werde schon wieder betrogen. Ist doch so. Oh, komm. Okay, einen letzten Anlauf. Wenn es jetzt nicht klappt, dann müssen wir es eben im nächsten Part wieder versuchen. Leider. Oder eben auch nicht. Ja, genau. Okay, das hat jetzt nicht gezählt. Das sind lauter Betrugsversuche hier im Prinzip. Okay, weiter. Da hast du mich nicht getroffen, du. Hä? Was zum Teufel ist jetzt passiert? Kann mir das irgendjemand erklären? Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall. Das war's dann auch für diesen Part, denn jetzt ist leider die Zeit abgelaufen. Im nächsten Part probieren wir es nochmal. Danke fürs Zuschauen und mehr kommt bald von Rayman Legends Definitive Edition. Auf Wiedersehen, bis bald. Tschüss.